Entertainment. Zum Konsumieren von Medien wie Filmen oder Videos oder dem einfachen Lesen von Artikeln im ganzen Zuhause ist ein Tablet vermutlich die beste Lösung. Hey, ich bin's Martin und das ist mein Review über das Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019. Trotz eines langen Namens lässt sich das Design kurz zusammenfassen. Schlicht und elegant. Auf der Rückseite des Galaxy Tabs kann man hochwertig verarbeitetes Aluminium in den Farben Grau, Schwarz oder Gold sowie eine Kamera, die leicht aus dem Gehäuse absteht, betrachten. Auf der Vorderseite schaut einen eine Glasfront ohne Homebuttons sowie eine kleine Kameralinse an der Oberseite des Gerätes an. Die einzigen Knöpfe befinden sich an der rechten Seite, nämlich der Power- sowie der Lautstärke-Knopf. Wer das Tab A in den Händen hält, der gewöhnt sich schnell an die angenehme Verarbeitung und die abgerundeten Kanten. Beim Anschalten fällt das 10,1 große IPS-Display, das Namensgeber für das Gerät ist, trotz der etwas breiteren Bildschirmränder, mit einer Auflösung von 1920x1200 Pixeln positiv auf. Wer gerne YouTube auf dem Gerät schaut, den werden die schwarzen Balken, die bei 16:9 Videos auftreten, vielleicht etwas stören, was bei mir jedoch zum Glück nicht der Fall war. Das Lesen von Artikeln und Texten fällt ebenfalls leicht und vor allem dank der Größe und Pixeldichte von 224 Pixel pro Zoll macht es viel Spaß, sodass man leicht mal vergisst, dass man es hier mit einem Tablet zu tun hat. Das Tab A 10.1 läuft mit Android Pie flüssig unter der Samsung-eigenen Benutzeroberfläche One UI, die dafür sorgt, dass man in den System-Apps auch mit einer Hand gut klarkommt und das Erreichen der obersten Ecken nicht mehr nötig wird. Durch einen Micro-SD-Kartenslot lassen sich die 32, 64 oder 128 GB an Speicher des Galaxy Tabs um bis zu 1 TB erweitern. Gemeinsam mit einem Samsung-eigenen Exynos 7904 Prozessor bekommt man bei der kleinsten Variante einen 2 GB großen Arbeitsspeicher, mit dem Standard-Apps ohne Probleme flüssig laufen. Für die Nutzung von YouTube oder beim Lesen von Kochrezepten, E-Books und Zeitungsartikeln also optimal und mithilfe des 6150 mAh großen Akkus kommt man locker durch einen Tag und bei schonender Nutzung ist manchmal auch ein ganzes Wochenende möglich. Die 8 Megapixel große Hauptkamera mit einer f2.0 Blende schießt gute Bilder und filmt sowie die Innenkamera auch Full HD Videos mit 30 Bildern pro Sekunde. Die an der Unterseite platzierten Lautsprecher, die sich leicht verdecken lassen, bieten dennoch einen guten und lauten Sound, was dafür sorgt, dass man auch unter der Dusche noch Musik hören kann. Ein Klinkenstecker an der Oberseite sorgt dafür, Musik oder zum Beispiel Netflix auch ohne die Speaker genießen zu können. Das Gesamtpaket des Samsung Galaxy Tab A 10.1 bekommt man momentan ab ca. 200 Euro. Wenn ihr mich fragt, handelt es sich hierbei um ein Top-Mittelklasse-Tablet, das ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Design, Display, Software, Akku und die Möglichkeit der Erweiterung des Speichers um 1 TB sind tolle Kaufgründe für das Gerät. Wer jedoch viel auf Reisen geht und mit dem Tablet hochqualitativ fotografieren möchte oder wirklich starke Performance sucht, findet gute Alternativen. Ich kann das Tab A 10.1 Leuten, die gerne mal surfen, Videos schauen oder einfach mal lesen, sehr empfehlen und von einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis sprechen. Danke fürs Zuschauen und bis bald.